Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir erklären, wie du mit PowerPoint deine ersten Schritte machen kannst, um eine schöne, klare Präsentation zu erstellen. Wenn du nicht PowerPoint verwendest, sondern zum Beispiel LibreOffice Impress oder Apple Keynote, kannst du das Video trotzdem anschauen. Die Buttons und Menüs deines Programms werden dann vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber das Grundprinzip, wie diese Programme funktionieren und wie du eine Präsentation gestalten solltest, ist das gleiche. Hier in der Ecke in der Infokarte werde ich dir ein weiteres Video von mir verlinken, das dir erklärt, wie du dir Computerprogramme selbst beibringen kannst. Fangen wir also an. Wenn du PowerPoint öffnest, dann wird sich in verschiedenen Versionen so eine Art Vorlagenübersicht zeigen. Hier habe ich jetzt die Mac-Version, in einer Windows-Version kann es ähnlich aussehen, je nachdem wie alt die Version ist, aber auch ein bisschen anders. Grundsätzlich kannst du dir hier ein Design aussuchen, also eine Kombination aus Schriftart und Farben. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein ganz normales, zum Beispiel hier, das heißt Netz, und dann öffnet PowerPoint hier eine Präsentation mit einer leeren Folie. Wie immer, wenn du mit Dokumenten arbeitest, solltest du gleich zu Beginn das Dokument abspeichern unter einem sinnvollen Dateinamen. Und dir merken, in welchen Ordner du es speicherst, sodass du es später wiederfindest. Das Speichern am Anfang dient dazu, dass keine Änderungen und keine Arbeit verloren gehen, wenn du später vielleicht zufällig oder aus Versehen mal das Dokument schließt. Hier siehst du nun eine leere Folie mit zwei Kästen drauf. Hier steht Titel hinzufügen und Untertitel. Und das sind leere Textkästen, die dir PowerPoint dahinsetzt, damit du gleich auf der Titelfolie die entsprechenden Informationen eingeben kannst. Ich klicke nun also einmal in diesen Kasten und kann nun einen Titel schreiben. Wenn ich in den Untertitelkasten klicke, kann ich diesen auch ergänzen. Du siehst nun, dass hier nur Großbuchstaben stehen. Das liegt an dem ausgewählten Design. In anderen Designs kann das anders sein. Hier ist schon mal eine Sache, die wichtig ist. Wenn ich in den Kasten reinklicke, siehst du, dass der Cursor hier blinkt. Damit kann ich also Text auswählen oder Text ergänzen. Manchmal möchte ich aber auch den ganzen Kasten auswählen und dann muss ich mit der Maus hier über den Rand des Kastens fahren und dann wird aus dem Mauszeiger so ein Pfeil in vier Richtungen. Und wenn ich dann klicke, dann kriegt der Kasten eine ganz leicht andere Farbe und der Cursor hört auf zu blinken. Nun habe ich den ganzen Kasten markiert und wenn ich jetzt zum Beispiel Löschen mache, dann nehme ich den ganzen Kasten weg. Nochmal, ich klicke hier auf diesen Kasten, Löschen, dann ist der ganze Kasten weg. Das kann ich natürlich auch wieder rückgängig machen. So ist aber der Unterschied nochmal, wenn ich jetzt zum Beispiel doppelklicke und der blinkende Cursor zuvor da war, markiere ich ein Wort. Wenn ich das lösche, ist nur das Wort weg. Wenn ich den ganzen Kasten markiere, dann kann ich den ganzen Kasten löschen oder auch verschieben, was auch immer damit machen. Das bezieht sich dann also immer auf den ganzen Kasten. Nun möchte ich eine zweite Folie einfügen. Dazu gibt es hier den Button Neue Folie. Wie schon gesagt, ist die Mac-Version vom Aussehen her etwas anders als die Windows-Version, aber die Funktionen sind alle gleich und selbst wenn du ein Programm wie Impress oder Keynote verwendest, sind dort auch die Funktionen, die ich dir jetzt dann gleich zeigen werde, vorhanden. Du musst dann nur unter Umständen ein bisschen schauen, wie die Buttons aussehen oder wie die Menüs heißen, aber ansonsten sollte das genauso funktionieren. Nun klicke ich also entweder auf Neue Folie, dann bekomme ich eine Standardfolie. Die sieht also hier aus mit einem, ist so gestaltet, dass es einen Titel gibt und hier unten einen Kasten. Oder ich könnte auch auf den kleinen Pfeil neben Neue Folie klicken, dann kann ich von vornherein ein anderes Folienlayout aussuchen. Das kann ich aber auch im Nachhinein noch ändern. Ich füge nun also hier einen Titel hinzu. Und kann nun hier unten in den Kasten verschiedene Dinge einfügen. Vorgesehen ist hier ein Listenpunkt, das heißt, hier könnte ich eine Liste machen. Ich kann aber auch eine Tabelle einfügen, ein Diagramm, ein Videoclip und so weiter. In vielen Fällen würde jetzt jemand hingehen zum Beispiel und diese Daten, wie ich sie jetzt hier eingetragen habe, in diese Liste schreiben. Und dann würde man beim Vortrag diese Kenndaten oder diese Eckdaten der Brücke vortragen. Man würde also sagen, also die Brücke wurde von 1933 bis 1937 erbaut. Der Planer war Josef B. Strauß. Sie ist 2737 Meter lang und so weiter. Das kann man natürlich so machen. Allerdings
gibt es eine grundlegende Erkenntnis bei solchen Vorträgen, nämlich dass Listen sehr schnell langweilig sind. Niemand schaut sich gerne Listen an und bekommt sie vorgelesen. Das Problem ist nämlich, dass deine Zuhörer diese Liste sehr schnell lesen können, und zwar schneller, als du sprechen kannst. Theoretisch könntest du natürlich die Liste Punkt für Punkt einblenden, aber das macht sie insgesamt noch nicht interessanter. Es gibt wesentlich bessere Möglichkeiten, solche Informationen zu präsentieren, und das zeige ich dir jetzt gleich auf einer nächsten Folie. Ich mache also wieder eine neue Folie und lasse sie in dem Fall einfach mal leer und versuche nun, diese Eckdaten der Brücke auf etwas interessantere Art darzustellen. Dazu habe ich mir eine Abbildung gesucht und die füge ich ein über die Funktion Bild einfügen, Bild aus Datei. Und füge sie hier ein. Nun sieht man, dass diese Abbildung teilweise durchsichtig ist. Das heißt, es ist gar nicht so geschickt, dass ich hier diesen gemusterten dunklen Hintergrund habe. Es wäre eigentlich besser, ich hätte einen weißen Hintergrund. Man kann den Folienhintergrund problemlos ändern. Man klickt einfach mit der rechten Maustaste irgendwo auf den Hintergrund und sagt dann Hintergrund formatieren. Und nun geht hier diese Seitenleiste auf und da sehe ich, dass bei Füllung steht Bild- und Textfüllung. Und ich möchte einfach eine einfarbige Füllung. Und hier kann ich die Farbe einstellen, weiß, und somit habe ich nun einen weißen Hintergrund. Wie gesagt, in einem Windows PowerPoint wird diese Darstellung etwas anders aussehen, aber die Funktionen sind alle da. Nun würde ich diese Zeichnung etwas größer machen, sodass sie die ganze Folie füllt. Hierbei ist auch noch eine Sache zu beachten, wenn ich das nämlich in der Ecke anpacke, dann wird das Bild automatisch auch höher, wenn ich es breiter mache. Oder wenn ich es höher mache, wird es auch breiter. Ich kann dieses Bild auch hier anfassen, allerdings verzerre ich es dann. Das heißt, das sollte ich nicht tun. Ich habe das jetzt wieder rückgängig gemacht. Grundsätzlich sollte ich Bilder nur in einer Ecke anfassen, um sie zu vergrößern oder zu verkleinern, damit das Verhältnis von Breite zu Höhe gleich bleibt. Ansonsten sehen die Bildinhalte verzerrt aus, entweder zusammengestaucht oder auseinandergezogen, und das sieht nicht schön aus. Ich habe nun also diese Brücke mit verschiedenen Daten, die ich vorher in meiner Liste auch hatte, nämlich die Länge, die weiteste Stützweite, die Höhe und so weiter. Was mir jetzt noch fehlt, sind verschiedene andere Angaben. Zum Beispiel war ja angegeben, wann die Brücke erbaut wurde und wie der Planer hieß. Das kann ich nun einfach hier ergänzen, indem ich ein Textfeld einfüge. Hier oben gibt es wieder den Button Einfügen Textfeld, da klicke ich drauf und dann kann ich einfach irgendwo ein Feld aufziehen. In das füge ich nun meinen Inhalt ein. Diesen sieht man jetzt nicht, denn die Folie war ja ursprünglich schwarz und der Text weiß. Und jetzt habe ich weißen Text auf weißem Hintergrund, dementsprechend sieht man ihn nicht. Ich markiere jetzt also den ganzen Kasten, indem ich auf seinen Rand klicke und kann nun bei der Schriftfarbe schwarz einstellen. Jetzt mache ich den Kasten breiter, damit alles reinpasst. Bei einem Textkasten kann ich das machen mit breiter ziehen, denn das verzerrt den Text nicht, sondern gibt dem Text nur mehr Platz. So. Auch unter dem Namen Josef B. Strauß kann man sich vielleicht wenig vorstellen, deswegen wäre es wieder gut, wir hätten hier ein Bild, also fügen wir wieder ein Bild ein. Das habe ich mir vorher schon rausgesucht. Hier gibt es ein Denkmal für den Erbauer der Brücke, das in der Nähe der Brücke steht. Und das machen wir jetzt so dahin. Jetzt machen wir die Brücke noch ein bisschen nach oben. Ein bisschen weniger, sodass alles einigermaßen groß erscheinen kann. Und dieses Textfeld setzen wir nun neben dieses Bild. Und wir machen den Text auch noch rechtsbündig, damit er schön hier an das Bild anschließt. Und schon haben wir fast alle Informationen, die wir vorher in der Liste hatten, in wesentlich anschaulicherer Form mit verschiedenen Bildern und kleinen Textblöcken kommuniziert. Und wenn du zum Beispiel erklärst, wie groß die Brücke ist, wie hoch sie ist und so weiter, dann kannst du das schön an diesem Bild hier zeigen und musst das nicht als Liste runterleiern. Eine weitere Information fehlt noch, die wir vorher auf der Liste hatten. Das ist nämlich diese Durchfahrtshöhe, 67 Meter bei Flut. Daran können wir jetzt mal schauen, wie man so eine Ergänzung auf ein Bild bekommt.
Dazu nehmen wir ein Zeichnungselement, nämlich einen Pfeil. Das gibt es hier über Einfügen Formen. Und da kann ich zum Beispiel einen Doppelpfeil auswählen. Nun ziehe ich diesen Pfeil. Ich mache ihn jetzt mal länger und man sieht, dass man diesen Pfeil in alle Richtungen ziehen kann. Wenn man jetzt die Hochstelltaste drückt, also die Taste, die man benutzt, um einen Großbuchstaben zu machen, dann rastet dieser Pfeil bei 90 Grad, 45 Grad und so weiter ein, sodass ich auf jeden Fall einen senkrechten Pfeil zeichnen kann. Das Einrasten funktioniert in praktisch jedem Zeichenprogramm auf Windows und Mac. Das ist also eine praktische Funktion, die Hochstelltaste drücken, während man so ein Zeichenobjekt macht, damit es rechtwinklig wird und man nicht lange rumprobieren muss. Ich lasse jetzt also den Pfeil los und habe den jetzt hier platziert. Das Ganze ist jetzt etwas klein. Ich gehe über Ansicht, Zoom und kann jetzt hier einen Zoom einstellen. Oder ich könnte auch die Steuerungstaste drücken und das Mausrad hoch und runter bewegen. Dann kann ich rein und raus zoomen, um jetzt zum Beispiel hier besser sehen zu können. Ich habe jetzt also diesen Pfeil hier gemacht, den würde ich gerne blau machen, denn alle anderen Striche hier sind ja auch blau. Also gehe ich hier auf die Linie und mache den blau und möchte jetzt wieder ein Textfeld einfügen, um die Höhe einzustellen. Das setze ich jetzt hier nebendran. Das war 67 Meter. Das bei Flut lassen wir jetzt mal weg. Das ist in meiner Ansicht nach jetzt in dem Fall nicht so wichtig. Ich mache den Text jetzt wieder schwarz. Und etwas kleiner. Und wenn er kleiner wird, wird er auch dünner. Insofern mache ich ihn fett, damit er ungefähr zum anderen Text passt. Die Schriftart passt jetzt hier nicht. Ich probiere mal was anderes. Das sieht schon eher danach aus. Dann brauche ich aber wiederum fett nicht. Das sieht schon... So kann man ein bisschen rumprobieren, wie das eben passt. Und jetzt setze ich hier das nebendran. Und wenn ich jetzt wieder rauszoome, dann sieht man kaum einen Unterschied. Es ist noch ein bisschen zu klein. Ich mache die Schrift noch ein bisschen größer. Und jetzt sieht man kaum einen Unterschied, dass diese Information nicht im ursprünglichen Bild drin war. Und ich habe jetzt eine schöne Folie, an der ich all diese Eckdaten, die ich vorher auf dieser Liste hatte, auch untergebracht habe. Aber ich kann sie wesentlich besser erklären. Und während ich erkläre, haben die Zuschauer ein interessantes Bild, sowohl vom Erbauer als auch von der Brücke und können sich zum Beispiel die ganzen Maße wesentlich leichter vorstellen, als wenn ich ihnen einfach nur die Liste gezeigt hätte. Fassen wir also nochmal zusammen. Du solltest deine Folien bewusst gestalten und nicht einfach nur irgendwelche Stichworte in Form einer Liste auf die Folie packen. Du solltest dir überlegen, ob du deinen Inhalt mit einer Abbildung, einer Karte, einem Diagramm, einem Foto, mit was auch immer anschaulich machen kannst, damit deine Zuhörer, während du erzählst, ein klares Bild vor Augen haben, worum es geht. Und es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass das Mündliche, das was du sagst, bei deinem Vortrag das Wichtigste ist. Das, was du in deiner Präsentation an die Wand projizierst, ist nur unterstützend dazu. Und wenn die Präsentation nichts anderes enthält als das, was du ohnehin sagst, dann ist es sehr langweilig für die Zuhörer. Mach dir das also nochmal klar und dann wird es bestimmt ein toller Vortrag. Und ein weiteres Video zu diesem Thema verlinke ich dir ebenfalls hier in der Infokarte hier oben. Da kannst du diese Frage, wie du eine sinnvolle Präsentation erstellen kannst, noch etwas vertiefen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video war nützlich für dich. Und ich würde mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch da lässt. Und wenn du zum ersten Mal hier bist und weitere Videos zu verschiedenen Lernthemen möchtest, dann kannst du gerne meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.